Es gibt auf YouTube schon einige Videos, die sich mit der Frage Butter oder Margarine auseinandersetzen. Dabei geht es aber oft ideologisch zu, ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Sozialwissenschaften und Ökologie kommen meist zu kurz. Hier werde ich Umweltprobleme ansprechen und zeigen, dass Margarinekonsum mit einer Untertanenmentalität gekoppelt ist. Was oft vergessen wird, Margarine zu essen, ist ein politisches Bekenntnis. Gleich vorweg, ich bin auch schon zu Essen mit Margarine eingeladen worden. Und natürlich schaut man geschenktem Gaul nicht ins Maul. Die andere Person meint es ja gut mit mir. Das erkenne ich an. Margarinekonsumenten können selbstverständlich nette Menschen sein. Dennoch nehme ich mir das Recht, ihre politische Position zu hinterfragen. In früheren Jahrhunderten war die Stadtbevölkerung gering. So war es selbstverständlich, sich bei der Fettversorgung der Bevölkerung auf landwirtschaftlich erzeugte Fette wie Butter und Schmalz zu beschränken. Mit dem Anwachsen der Stadtbevölkerung wurde es schwieriger, ausreichend Butter für alle zu bekommen. Der französische König Napoleon III. Suchte nach Butterersatz für seine Soldaten, da sie zum Kampf gut genährt sein mussten. In seinem Auftrag entwickelte Hippolyte Maige-Mauriez 1869 ein billiges Butterersatzprodukt, zunächst auf der Basis von Milch, Wasser und Rindertalg. Später wurden Margarinen aus pflanzlichen Fetten entwickelt. Die pflanzlichen Fette wurden künstlich gehärtet, das heißt, man machte aus ungesättigten Fettsäuren gesättigte Fettsäuren. Die sich daraus ergebenden Fette sind heute als Transfette bekannt. Mittlerweile gibt es auch Pflanzenmargarinen ohne gehärtete Fette. Margarine darf auch heute noch Tierprodukte enthalten, nach Gesetz bis zu maximal 1% Milchfett. Margarine galt als Arme-Leute-Butter. Als mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg die Armut abnahm, wurde Margarine weniger interessant. Zudem sank mit der Industrialisierung, der Tierhaltung und der Milchverarbeitung, wie hier mit einem elektrischen Butterfass, der Butterpreis. Und wer ist schon ein Butterimitat, wenn er sich gute Butter leisten kann? Das wäre doch dann ein Ausdruck von Selbstverachtung. So musste die Margarineindustrie sich eine Imagekampagne einfallen lassen, um Margarine auch für diejenigen attraktiv zu machen, die sich Butter leisten können. Was lag da näher, als zu behaupten, Butter sei gesundheitsschädlich? Die Behauptung der Margarineindustrie war, dass Cholesterin in Tierprodukten und insbesondere in Butter sei gesundheitsschädlich. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich auf der Grundlage dieser Lüge eine ganze Industrie mit Ersatzprodukten für Tierprodukte. Tatsache ist, dass der menschliche Körper selber Cholesterin erzeugt und die Menge des Cholesterins im Blut wenig von der Cholesterinaufnahme mit der Nahrung abhängt. Die Transfette, die damals in allen Pflanzenmargarinen vorhanden waren, erwiesen sich als bedeutend schädlicher fürs Herz-Kreislauf-System als die seit mindestens 2000 Jahren genutzte Butter. Da heute kaum noch jemand mit einem gewissen Bildungsstand an die Schädlichkeit des Cholesterins der Butter glaubt, müssen für die Imagekampagne der Margarineindustrie nun andere Argumente herhalten. Da in den letzten Jahren viel vom Klimawandel gesprochen wird und dieser im allgemeinen Bewusstsein meist wenig wissenschaftlich betrachtet wird, sondern eher wirtschaftlich, musste man nur das Gerücht in die Welt setzen, Butter sei besonders klimaschädlich und schon hatte man wieder Pluspunkte für die Margarine anzubieten. Selbst die Zeitschrift Ökotest blies in dieses Horn. Ihre Logik ist allerdings nur diskussionswürdig unter der Prämisse, dass alle, die Butter herstellen, sowohl die Buttermilch als auch die Magermilch einfach wegschütten. Aus dieser Prämisse können wir wohl schließen, dass diesen Schreibtischtätern jegliche Kommunikation mit Praktikern fehlt. Mehr zum Thema auf der unten verlinkten Seite. Heute ist die Stammtischweisheit verbreitet, die Nutztierhaltung sei schuld am Klimawandel. Viele bildungsferne Leute glauben gar im Ernst, pflanzliche und industrielle Nahrungsmittel seien klimaschonender als Tierprodukte.
Viele Menschen kasteien sich sinnlos mit dem Verzicht auf Butter und andere Tierprodukte in der pathologischen Wahnvorstellung, damit das Klima zu retten. Die Fachleute sehen das naturgemäß viel differenzierter. Häufig enthält Margarine Sojaöl, das teilweise mittels Gentechnik an unterschiedliche Erwartungen angepasst wurde. Für den Anbau von Soja gibt es in Nord- und Südamerika riesige Monokulturen, die ökologisch verheerend sind, da sie viele Ökosysteme zugrunde richten. Von Klimafreundlichkeit kann bei der großflächigen Abholzung von Wäldern ganz gewiss keine Rede sein. Die Pressrückstände von Sojaöl werden an Rinder und Schweine verfüttert. Man spricht da oft von Massentierhaltung. Das ist allerdings kein klar definierter Begriff. Man kann ihn zum Beispiel über die Anzahl Tiere in einem Betrieb definieren, sinnvollerweise in Abhängigkeit von der vorhandenen Fläche. Man kann ihn aber auch definieren als eine Nutztierhaltung, die nicht primär auf Grünland und lokalem Futterbau beruht, sondern auf importierten Futtermitteln. Man spricht hier auch von virtuellem Landtransfer, weil das Land nicht Nahrungsmittel für die lokale Bevölkerung liefert, sondern Tierfutter für den Export, der flächenunabhängige Nutztierhaltung ermöglicht. Es gibt bisweilen Diskussionen, ob die Personen, die Soja direkt konsumieren, oder diejenigen, die Soja auf dem Umweg über Tiere konsumieren, an den desaströsen Sojaplantagen schuld sind. Diese Diskussion ist allerdings realitätsfern. Sie basiert auf dem fatalen Irrtum, das wären getrennte Erscheinungen. Beide Produkte werden gemeinsam gewonnen. Je nach Sichtweise sind die Pressrückstände und folglich die darauf beruhenden Tierprodukte Nebenerzeugnisse des Konsums von Sojaöl, oder das Sojaöl ist ein Nebenerzeugnis der Tierindustrie auf Sojabasis. Wer Margarine mit Sojaöl konsumiert, unterstützt jedenfalls die Tierindustrie mit Sojafütterung. Und umgekehrt, wer Tierprodukte aus Sojafütterung konsumiert, unterstützt die Margarineherstellung aus Sojaöl. Somit ist es inkonsequent, Margarine mit Sojaöl zu konsumieren, aber Tierprodukte aus Massentierhaltung abzulehnen. Beide Produkte hängen in der Produktion eng zusammen. Auch das Sojalecithin, das in Margarine und anderen Produkten als Emulgator dient, wird nur gemeinsam mit Soja als Tierfutter gewonnen. Oft enthält Margarine auch Palmöl, für das in Malaysia und Indonesien riesige Urwaldareale entwaldet werden. Damit fördert der Konsum von Margarine die Zerstörung unzähliger Ökosysteme, die Ausrottung unzähliger Tier- und Pflanzenarten und die Verschiebung des Gleichgewichtes in der Atmosphäre zugunsten erhöhten Kohlenstoffdioxids. Margarine auf der Basis von Sonnenblumenöl oder Rapsöl ist sicher weniger problematisch. Bisweilen steht in der Zutatenliste der Margarinepackung nur unspezifisch pflanzliche Öle und Fette. Und es bleibt der Fantasie eines jeden überlassen, sich darauf einen Reim zu machen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Butter und Margarine ist, dass Butter dezentral hergestellt werden kann. Du kannst Tiere halten und melken, die Milch entrahmen, etwa wie auf dem Foto mit einer Zentrifuge, und den Rahmen verbuttern. Damit hast du eine gewisse Unabhängigkeit. Wenn du Margarine willst, musst du sie aus industrieller Produktion kaufen. Sie ist heute ein wichtiger Teil des kapitalistischen Konsumsystems. Plakativ vereinfachend und polemisierend kann man sagen, Butter ist für autonome Menschen, Margarine für Personen mit Untertanenmentalität. Damit soll nun nicht gesagt werden, dass Margarinekonsumenten schlechte Menschen wären. Margarine zu konsumieren ist ein politisches Bekenntnis für die Zentralisierung der Nahrungsproduktion, für die Macht der Nahrungsindustrie, gegen die Autonomie von Kleinbetrieben. Für einen eigenständigen Menschen, für einen Menschen mit Naturbezug, für einen umweltbewussten Menschen kann die Frage nicht lauten, Butter oder Margarine, sondern nur, welche Butter? Weidebutter, wie auf dem Foto, ist auf jeden Fall um Welten gesünder als Butter von Tieren mit Sojafütterung. Wer ethische und Umweltaspekte berücksichtigt, wird sowieso gemeinsam mit der Margarine auch die eng mit dieser verwobene Butter aus Sojafütterung ablehnen.
Für Tierfreunde steht sowieso außer Frage, dass sie lieber glückliche Kühe auf der Weide sehen, als für Palmölplantagen abgeholzte Wälder und sterbende Orang-Utans. Selbstverständlich gibt es in vielen Fällen akzeptable Alternativen zur Butter. Zum Braten oder aufs Brot kann man auch pflanzliches Öl nehmen. Ich nehme da gerne Olivenöl, wie ich es auf dem Foto präsentiere. Aber das mache ich auch von der lokalen Verfügbarkeit abhängig. Auch für Menschen, die aufgrund einer Unverträglichkeit keine Butter konsumieren dürfen, gibt es Alternativen. Schweineschmalz könnte eine sein, allerdings ist Schmalz aus Freilandhaltung, wie wir es auf dem Foto sehen, schwer zu bekommen. Bei kommerziellem Schmalz hängt man meist wieder von Sojafütterung ab. Damit befindet man sich wieder auf dem Niveau der Margarinekonsumenten. Da ich persönlich keinen Ersatz für Butter suche, kann ich euch wenig diesbezügliche Tipps geben. Ich kann nur sagen, dass Margarine auch heute noch ein Symbol schlechter Ernährung ist, ein Symbol der Armut, aber heute nicht mehr materiell zu verstehen. Wer keine Kuhmilchprodukte verträgt, kann auch Schafbutter machen, wie wir sie auf diesem Foto sehen. Danke fürs Anschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal.